So, willkommen zurück bei Minecraft mit Blick auf diesen Kürbis. Ja, eine neue Aufnahme. Texturenpack bleibt weiterhin Fairy Light. Allerdings habe ich gemerkt, auf YouTube es ist nachts ein wenig dunkel. Deswegen werde ich mich bemühen, immer rechtzeitig schlafen zu gehen, damit wir nicht so lange Nachtsequenzen haben. Und ja, ich muss mich gerade mal wieder orientieren. Hier haben wir unser Kuhgehege. Die Schafe haben wir beim letzten Mal eingefangen. Und ich weiß gar nicht, womit mache ich denn weiter? Ich werde erstmal eben gucken, wie weit unser Feld hier unten ist. Ach ja, und Katzen habe ich jetzt ja auch 4. Na, ihr Süßen? Und wer von euch ist jetzt Vicky? Ich weiß es nicht. Du vielleicht? Oder du? Oder... Tja, leider lassen sich die Katzen nicht mehr unterscheiden. Gut, das Getreide ist noch nicht so weit. Dann ernte ich in der Zeit mal eben den Bambus. Hier habe ich überhaupt Platz. Ja. Und dann mache ich daraus schon mal ein wenig Papier. Denn wir brauchen ja noch ein paar Bücherregale für unseren Zauberturm, der bis jetzt... noch nicht gebaut wurde. Bis jetzt haben wir ja nur ein paar Bücherregale in der Landschaft da stehen. So, und die Melonen nehme ich natürlich auch wieder mit hier. Oh, jetzt habe ich die Pflanze abgebaut. Habe ich da jetzt den Samen wiederbekommen? Er hat Samen gesagt. Nein, habe ich nicht wiederbekommen. Naja, egal. Ach, Moment, ich kann mir einfach einen neuen machen. Melonenkern. So, dann pflanze ich den hier einfach. Okay, da ist ein Rechteck rundherum, aber ich kann ehrlich gesagt nichts sehen. Aber wird schon so stimmen. So, Kürbisse nehme ich auch mit. Ich weiß noch gar nicht, was ich damit dann mal mache. Vielleicht, keine Ahnung, ein Haus aus Kürbissen bauen oder so. Ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Wäre mal was anderes. Doch bis jetzt haben wir erst 11 Kürbisse, damit können wir noch nicht so viel anfangen. So, mal sehen. Leder, Fäden. Ach, hier sind ja noch Melonenkerne. Okay, dann pflanze ich die gleich nochmal eben ein. Und vielleicht pflanze ich auch noch ein paar mehr Kürbisse. Ja, Kürbisse, war schon richtig. Rohes Rindfleisch, das kommt hier mal rein. Und dann mache ich aus den Kürbissen auch mal Kerne und noch ein paar... Ach, hier kommen, egal. Mache ich alles zu Kernen. Und dann erweitere ich unser Feld hier nochmal ein bisschen. Aber erstmal alles noch provisorisch. Da werde ich dann später noch ein richtiges Feld anlegen. So. Einfach hier mal ans Wasser ran. Zack, zack, zack. Ach ja, und wie in der letzten Folge angekündigt, Greg, ich habe nämlich nachgeguckt, wie der Moderator von Galileo heißt, der komische Neue. Beziehungsweise neu ist er ja nicht, den gibt es ja schon länger. Das ist nämlich der gute Stefan Göde und daneben gibt es auch noch Daniel Aminati. Das ist der farbige, maximal pigmentierte. Wir wollen ja hier politisch korrekt bleiben. Ach, Kekse habe ich auch gebacken, sehe ich gerade. Sehr schön. So, mich irritiert das gerade ein bisschen, dass man von den Samen hier, dass man hier nicht mal einen kleinen grünen Stängel sehen kann irgendwie. Er hat Stängel gesagt. Naja, wird schon richtig sein. Gut, dann... Ein weißes Schwein. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, als wenn da einfach nur die Sättigung fehlen würde. Naja. Ja, Schweine muss ich ja auch noch einfangen. Dafür brauche ich auch noch ein Gehege. Und... Ach ja, hier habe ich auch noch eine Idee, wie ich diese Abgrenzung hier noch ein bisschen anders mache. Mal eben sehen. Hier habe ich ja schon jede Menge Platz geschaffen. Ich werde hier noch mal ein bisschen weiter buddeln. Und dann werde ich auch mal ein
Gehege für ein paar Schweine anlegen. Und Hühner muss ich dann auch noch irgendwo auftreiben. Die sind hier ja ein bisschen eine Seltenheit bis jetzt. Aber vielleicht machen wir da einfach nochmal eine kleine Reise wieder nach irgendwo hin. Und, achso, hier habe ich auch schon, ja. Machen wir nochmal eine kleine Reise nach, wer weiß wohin, und gucken mal, ob wir ein paar Hühner auftreiben können. Zu der Gelegenheit werde ich mir dann aber einen Kompass noch machen, damit das nicht so endet wie beim letzten Mal und wir hier eine Stunde oder so nur rumirren und unser Zuhause nicht wiederfinden. Das wäre nämlich nicht so schön. So, das hier nochmal eben weg. Ich würde sagen, das Schweinegehege baue ich dann einfach direkt hier mit an das Schafsgehege ran. Dann mache ich hier nochmal eben ein bisschen Platz. Und Schweine laufen hier rum, da müssen wir auch nicht lange rumsuchen, bis wir welche... Ups. Erde. Da wieder zumachen. So, da ist schon mal ein Schwein und dann holen wir uns noch ein, zwei, drei andere. Und dann können wir mit unserer Zucht anfangen. Und wenn ich die Tiere gefangen habe, dann brauche ich auch wirklich dringend die automatische Getreidefarm. Damit wir die dann auch fleißig vermehren können. Und alles mit der Hand zu ernten, das ist ja ein bisschen aufwendig. Es reicht schon, dass man alles mit der Hand wieder einpflanzen muss. So, das hier nochmal eben weg. Und dann... So soll erstmal reichen. Dann esse ich mal ein Schnitzel. Und Zäune haben wir noch 40. Und hier sind nochmal 40. Das sollte dann auch schon reichen, denke ich mal. So, ich zähle das jetzt auch nicht ab, irgendwie, dass das symmetrisch wird oder so. Ich mache einfach hier so nach Gutdünken. So, das müsste eigentlich reichen hier. Huch. Und wie weit geht das bis... Ja, hier ist schon richtig. Aber ein Tor werde ich dann noch brauchen. So. Beziehungsweise... Ja doch, ich mache wieder ein Tor, dann stimmt das mit dem Gehege hier überein. Das hier mal eben alles weg. So, mal gucken. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Also... Das dahin und den hier wieder weg. Das müsste jetzt richtig sein, oder? 2, 4, 6, 8. Und 2, 4, 6, 8. Ja, das ist richtig. Gut, dann baue ich mal eben ein Zauntor. Ach ja, und ich glaube hier unseren Schlund der Erde, den werde ich... warum habe ich gerade keinen Schaden bekommen? Naja, egal. Den Schlund der Erde hier, den werde ich ein bisschen zubauen. Wahrscheinlich einfach so auf dieser Ebene und werde dann von unserer Hütte hier ein kleines, einen Kellereingang nach hier drin irgendwie bauen. Dann können wir dieses Gelände hier auch irgendwie noch nutzen für irgendwas. So, und jetzt geht die Sonne unter, das heißt, ich gehe jetzt mal rechtzeitig schlafen, wenn ich schon kann, ja. Damit es für euch nicht so dunkel ist. So, na du Kuh? Okay, habe ich irgendwas abzulegen? Mal gucken. Samen können hier erstmal rein. Die Blumen auch. Kürbis- und Melonenkerne auch. Zuckerrohr kann ich eigentlich gleich mal verarbeiten. Kies kann... Ja, tue ich auch mal hier rein. So, und jetzt ist die Kiste auch schon voll. Das sind Eier... 2, 8, die Kohle nehme ich mal hier raus. Huch, und dann tue ich mal... Achso, Kohle und Holzkohle, okay. Na, jedenfalls tue ich mal einen Stack Erde hier stattdessen da rein. Das Fleisch hier ist gar und... Was wollte... Achso, genau. Ich wollte ein Tor bauen. So, Tropenholz und ein Zauntor. So, und jetzt werde ich mal eben ein paar... Schweine noch anlocken. Mal sehen. Autsch. Fuß gebrochen. So, Getreide. Und wo ist... Da hinten ist ein Schwein.
Aber wir brauchen zwei. Wo ist denn nochmal eins? Ich laufe erstmal ein bisschen hier nach hinten. Vielleicht ist hier noch irgendwo eins. Hier ist alles voller Kühe. Da sind Schafe. Da ist noch ein Schwein. Und hier ist noch ein schmutziges Schwein. Na, du Schmutzfink. So, ihr beiden. Hier, kommt mal her. Mh, lecker, lecker Getreide. Oink, oink. Ja, kommt her. So, jetzt kommen natürlich die Kühe auch alle hinterher. Die muss ich dann gleich mal eben wieder aussortieren. Was macht denn dieses Schwein denn? Jetzt komm her. Meine Fresse. So, ganz vorsichtig. Komm, 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 komm. So, drei Kühe. Vier Kühe habe ich jetzt inzwischen hier auch schon im Schlepptau. Komm, das Schwein nehme ich noch mit. So. Seid ihr alle auf dem Flur? Ja, sind sie. Komm, 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 komm. Ja, brave Schweine. Okay, eine Kuh habe ich zurückgelassen. Und ja, okay, die Schweine habe ich... Ne, ein Schwein habe ich zurückgelassen, ist aber egal. Zwei reichen, ja, und... Dann... Ja, starten wir damit unsere Zucht. Na komm, Schweini. Komm, 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 komm. Nicht am Zaun feststecken. Die Viecher sind auch manchmal extrem dämlich. So, ich mache den Zaun hier nochmal hinweg. Und nimm den auch mit. So, Schweini. Hey, hey, nein, nein, hier. Ja, dann nehmen wir halt das schmutzige Schwein, ist auch egal. Ist mir doch egal. So, komm rein hier. Und schnell zumachen. Und die Kühe machen wir mal eben weg. Oink, oink, zack. Hm, Leder. So. Feinstes, weiches Leder. Streichelst du auch dein Leder? Nur so, um zu wissen, wie geil es sich anfühlt. Na, wer hat das Zitat erkannt? So, ja, hier ist ja unser Zauber... Naja, unsere Bücherregale in der Landschaft. Ja. Ja, da werde ich dann noch irgendwas... drumrum bauen, ein Gebäude, aber da muss ich dann auch nochmal gucken. So, und ich habe ja jetzt Erde mit, dann baue ich direkt mal hier... Nutze ich mal die Gelegenheit und baue das hier direkt mal zu. Kann ich hier jetzt immer noch rein? Ja, okay. Da baue ich das in dieser Höhe mal zu und dann kann da vielleicht auch noch irgendein Gebäude drauf oder... Keine Ahnung, mal gucken. So... Zack, 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 zack. Und noch, huch, das war einer zu viel. So, dann mache ich das hier gleich mal ein bisschen weg. Und schon sieht man nichts mehr von diesem Loch in der Erde. So, das hier gleich ein wenig einebnen. Plopp, plopp, plopp. Erde kann man ja immer gebrauchen. So, dieses Loch könnte ich eigentlich auch mal zumachen. Ist hier eigentlich mal ein Creeper explodiert? Sieht fast so aus. Ja. Wenn irgendwas hässlich ist, einfach Erde drüber klatschen und Gras über die Sache wachsen lassen. Und schon braucht man es nicht mehr anzusehen. So.